Schönen guten Abend, liebe Nerds, hier ist euer Nils und ich habe meine erste große Liebe zu Gast und das ist der Felix. Hallo Felix. Hallo Nils, das hast du schön gesagt. Und wir haben uns vorgenommen, Jurassic Park das Spiel zu gucken. Ja, weil wir Jurassic Park sehr gut finden auch. Ja, also neben Zurück in die Zukunft und Star Wars wahrscheinlich unsere Top 3. Ja. Geekigsten Filme. Der erste Teil. Ja. Die Obwohl anderen ich den beiden zweiten auch gerne gucken. Geht, aber kommt nicht mehr in die Top 3 rein. Nee. Ist ja schon belegt. Also, Jurassic Park, das Spiel ist von Telltale Games. Das werden einige von euch kennen. Von Sam & Max und The Walking Dead und seit kurzem auch Game of Thrones. Was das Spiel hier probiert, ist eine Story zu erzählen mit sehr viel Quicktime. Also wird hier hastiges Tastatur geklimpert und nachher zu hören sein. Und ich weiß gar nicht, wie machen wir das mit dem Abwechseln? Frei nach. Gibt's Kapitelunterteilung? Ja, oder es ist in vier Episoden unterteilt. Na, dann können wir uns ja episodentechnisch abwechseln. Und eine Episode ist 2-3 Stunden lang. Ja. Nun denn, damit wir nicht zu viel verraten. Wollen wir doch einfach mal anfangen. Nicht wundern, ich habe vorhin schon ein bisschen gezockt, um zu sehen, wie das Teil funktioniert hier auf meinem Rechner. Spoiler Alert? Nein. Willst du anfangen, Felix? Nee. Okay. Ich guck dir erstmal zu, mach mich lustig und dann sehen wir weiter. Ja, lieber Felix, was ist denn deine erste Erinnerung an Jurassic Park? Die ist eigentlich ganz traurig. Wieso? Ich war damals so heiß auf den Film. Also im Kino war der, also es war mir noch nicht bekannt damals, dass der im Kino lief, beziehungsweise dass der halt schon lief. Ich habe dann irgendwie zwischendurch dann davon mitbekommen, als er dann schon raus war. Und da wollte ich den unbedingt gucken und da bemerkt, dass der auf Premiere lief. Und wenn man halt kein Premiere-Abonnent ist, hat man immer so ein wunderschönes, grisseliges Bild, wenn man hier die Premiere einschaltet. Gucken. Oh, guck mal, das kennen wir doch. Das kennt man doch, ne? Und ich habe mir tatsächlich Jurassic Park verschlüsselt auf Premiere angeguckt, das allererste Mal. Boah, das ist wirklich richtig traurig, Felix. Ich weiß noch, damals, als Jurassic Park in die Kinos kam, beziehungsweise so 1-2 Jahre vorher, gab es diese Dinosaurier-Hefte am Kiosk, wo du dir einen T-Rex zusammenbauen konntest. Hatte ich alle. Ich auch. Also jedenfalls, wo man den T-Rex noch bauen konnte. Ich glaube, danach gab es Karten, oder? Ja, so Sammelkarten. Und dort wurde über Jurassic Park berichtet und dann war es später noch in der Limit. Boah, da habe ich auch noch eine Ausgabe zu Hause von. Mit Schwarzenegger vorne drauf? Nee, Hulk Hogan, glaube ich. Ja, und da war halt Jurassic Park drin, da dachte ich mir so, das war 93, kam Jurassic Park dann in die Kinos und meine Eltern haben mir aber verboten, den zu gucken, weil ich war da erst 7 oder 8 und der war, und der war halt ab 12 und das wäre zu brutal für mich gewesen. Apropos brutal, ich habe mal irgendwie früher in so einer Fernsehzeitschrift gelesen, da waren immer so Leserbriefe drin und da war so eine Mutti, die hat sich beschwert, also das war das erste Mal, dass Jurassic Park irgendwie im Free-TV lief. Ja. Und die hat es reingeschrieben, ja, sie dachte, es wäre ein wunderschöner Familienfilm, den sie mit ihren Kindern gucken kann und auf einmal werden dann Leute auseinandergerissen und ihre Kinder waren total verstört danach. Die Muttis. Ja, nee, das waren noch Zeiten, als nach dem Kino-Release so ungefähr 1-2 Jahre später kam erst die Videokassette raus von Jurassic so Park. Ja, das hat richtig lange gedauert. Und dann haben wir den geguckt und meine Eltern sollten Recht behalten, weil ich habe mich nach dem Film erstmal eine Weile gefürchtet vor Velociraptoren in unserer Neubaubude. Ja, das ist ja das eigentliche Habitat eines Velociraptors. Neubaubude. Ja. Heide Nord. Da werden auch die ganzen Fossilien ausgegraben. Ja. Heute kann man auch immer noch einige lebendige Exemplare beobachten. Sie sind immer noch unterwegs. Ich finde es krass, dass im Film, wenn die Leute von solchen Abhängen runterfallen,
sie nur Schrammen haben. Ja, gut. Also jetzt machen, wenn du den dann total zermatscht am Boden rumliegen hast. Ja, dann ist halt vorbei. Okay. So viel zum Realismus, ne? Bezahlst du 13 Euro. Sie sieht aus, als hat sie sich eher bemalt. Bezahlst du 13 Euro für einen 15-Minuten-Film. So, hier muss man dann auf die Zielscheiben drücken, die nach unten ziehen, damit sie sich bewegt. Okay. Wie gesagt, das Spiel versucht, Heavy Rain zu sein. Aber kriegt das nicht ganz mit. Aber ich glaube, die Story macht das wieder wett, weil so einen leichten Nostalgie-Flash. Was sind das eigentlich für Night Vision-Dinos? Das. Verrate ich mir. Später. Ah, da kommt der Shuttle. Ah, die Jeeps von Jurassic Park allein schon zu sehen ist. Oh, ich wollte früher immer so einen als Spielzeug haben. Ich habe beide als Spielzeug. Ich wusste es. So, ich würde aber sagen, jetzt bist du mal an der Reihe. Ich bin an der Reihe. Zuvor, am selben Tag. Du siehst jetzt... Das ist mein Intro, oder? Das geht wahrscheinlich noch ein kleines bisschen. Du siehst jetzt, wie hieß denn der? Harding. Dr. Harding, der für die Triceratoren verantwortlich ist im Jurassic Park Film. Der sieht hier ein bisschen anders aus und das ist seine Tochter. Triceratops sein. Sie sind manchmal schwer zu finden. Dr. Harding, so hieß doch aber die Alte, oder? Aus Teil 2. Sarah Harding. Das hier? Stimmt. Ja, ich muss das mal kurz nachchecken. Dieser Typ hat es mir gegeben. Dein Chef, John Hammer, oder wie er heißt. Er mag mich. John Hammer. Das ist großzügig von ihm. Genau. Ja, Nils recherchiert cool gerade ein bisschen. So, wir gucken so lange einfach mal zu, was hier passiert. Keine Dinos. Kennen wir schon irgendwo her. Tagebuchfreischaltung, soll ich mal draufklicken? Zu spät. Das ist ja das Fragezeichen. Nils, was muss ich machen? Mit Lea SD so ein bisschen hin und her gucken. Achso. Hey, ist so ein Fragezeichen zu einer Blume. Zoom. Was ist das für eine gelbe Blume? Sieht aus wie Mams Paradiesvogelblume, nur irgendwie gesünder. Es ist Heliconia. Wir haben sie zur Verschönerung vom Festland hergebracht. Also Dr. Med Corinna Harding ist eine Allgemeinmedizinerin in Hamburg. Ja, okay. Wir gucken einfach mal ein bisschen weiter rum. Vielleicht finden wir... Ey, guck mal, da ist schon wieder eine Pflanze. Ein Dinosaurier schüttelt den Baum. Sicher? Nee, Vögel. Ach, vergiss es, nur ein paar Vögel. Können wir da runtergehen und die Dinos aus der Nähe sehen? Durftest du ins Tigergehege, als ich in San Diego war? Das war was ganz anderes. Außerdem war ich erst 7 oder so. Genau, und ich hatte eine Heidenangst um dich. Man muss dem Spieler mal zugutehalten, dass die Synchronisation gar nicht so blöd klingt. Also ich habe schon wesentlich schlimmere Spiele gehört. Ich sehe einen... Oh, egal. Ja, nur ein Felsen. Ich sehe einen Felsen. Jerry Harding. Kommen wir gerade einer Sache. Was ist denn das da für ein Grund? Kleiner Bunker? Ist Jerry Harding vielleicht der Vater von Sarah Harding? An kaputten Dinos? Aber Sarah Harding ist der. Wie heißt die Kleine hier? Das weiß ich gar nicht. Guck mal, Dino. Nein, ich will da gucken. Warte, ich sehe wirklich einen. Oh, er ist weggelaufen. Er ist weggelaufen. Sie ist gerade weggelaufen. Es ist ein Weibchen. Wo ist sie hingelaufen? Das ist auch der größte Synchro-Fehler in Jurassic Park und er kotzt mich jedes Mal an. Der ist auch auf der Blu-ray-Fassung. Was meinst du? Da sind die in dieser Geburtenstation und Dr. Wu heißt der, glaube ich, weil alle Tiere im Jurassic Park Wippchen sind. Ach ja, so also schnell. Ja, so rausgeschnitten oder ist irgendwie so ein Haker drin. Hast du Witze? Witze? Total glücklich. Ach komm schon, das wäre sie nicht. Ja, das wäre sie. Ich muss mal kurz ein bisschen ranrutschen. Das hat ja gerade so ein bisschen was von Theme Park World. Warum sind denn die netten Dinosaurier eingesperrt? Das ist sicherer für sie und auch für uns. Pflanzenfresser können sehr gefährlich sein. Mhm, das ging jetzt an alle Vegetarier. Jess heißt seine Tochter. Jess. Also die sind nicht... sind nicht verwandt, denke ich. Okay, da. Ich sehe sie. Warte, da ist ein ganzer Haufen. Je. Das ist ja ein Riesenhaufen Scheiße. Dino Exkremente? Weißt du noch, wie Patchy auf eure Welpen reagiert hat? So ist es auch mit Lady Margaret und dem jungen Triceratops.
Ernsthaft? Lady Margaret? Ja, das nennen wir Alpha-Tier. Siehst du die Hörner? Die sind über einen Meter lang. Genau richtig, um gegen T-Rex zu kämpfen. Was, das Michael Crichton hat bestätigt, dass Sarah Harding die Tochter von Jerry Harding ist. Und das ist Jerry Harding. Und das ist Jerry Harding. Also hat er noch eine ältere Tochter. Ja, würde Sinn machen, ja. Und zwar gleich. Ich setz dich am besten am Gästehaus ab. Echt schon? Dann hast du noch Zeit zum Packen. Und denk dran, das Boot fährt heute Abend. Ich hab gar nichts. Kam der denn auch ein Buch vor? Ich bin praktisch erst angekommen. Jerry Harding? Mhm. Ja. Der hat eine ziemlich viel größere Rolle. Ich wollte gerade sagen, du bist ja einer der wenigen, die auch Jurassic Park gelesen haben. Oh. Ich freue mich auch ein bisschen auf Jurassic World, weil da... World? Es gibt ja noch ein paar Gerüchte, dass das gar nicht im selben Kontext zu Jurassic Park steht irgendwie. Hä? Also, ich weiß es halt einfach noch nicht, aber es werden wohl einige Szenen vorkommen, die im Buch zu lesen waren, aber nicht im Film. Und das finde ich richtig interessant. Habe ich doch gesagt, Nedry ist nicht hier. Der fette Mistkerl steckt sich an einer Tür fest. Oh, guck mal, das können wir doch schon. Das ist die Szene aus dem Film, die er auf seinem PC hat. Der Herr Nedry. Nedry wird uns nicht hintergehen, dafür kriegt er zu viel Geld. Nein, sie kennt ihren Namen nicht. Sie weiß nichts, was sie nicht wissen muss. Glauben Sie, das spielt eine Rolle? Und das ist dann wahrscheinlich Lara Crofts Schwester. Sie mal, wer dran ist. Sarah Croft. Sarah Croft. Nee, es wäre witzig, wenn Geschwister den gleichen Vornamen hätten, aber unterschiedliche Nachnamen. Sarah Kraft. Sarah Kraft. Und das klingt schon wieder wie Taubenfutter. Nochmal das Lara Kraft auffüllen. Gucken wir uns doch mal seinen Arm an. Weiß Ingen, dass sie die Jacke geklaut haben? Ingen? Ingen? Operation muss mich anpassen. Ja, und was ist mit mir? Ach, was, sie ist Russin? Folgen mir einfach. Nee, Puerto Ricanerin. Puerto Ricanerin. Was ist auf dem Foto? Was ist auf dem Foto? Das hier wird uns beide reich machen. Deswegen sind wir hier. Rasiersau. Rasierschau. Neuer Dialog verfügbar, super. Was da unten ziehen? Na, dann rede mal mit Herrn Kilometer. Ach, ja. Kilometer. Bezahlung, Sturm, auf geht's. Hat die Rasiersau keine Sorge. Es kann gut sein, dass Nedry im letzten Moment. Verdammter. Okay, ich schätze, wir müssen ihn suchen. Ja, keine gute Idee. Wenn jemand anhält, zeigen Sie diesen. Wo ist das Problem? Wenn ich da zeitgleich spiele, dann sind ja die Zäune schon alle deaktiviert. Ich muss einen Idioten anrufen. Passen Sie auf, dass sie niemand sieht. Ohne die Zutrittskarten sind wir ausgeschlossen. Spoiler dich nicht selber. Naja, also wenn man halt aufpasst. Ich finde das sehr interessant. Ich mag das total, wenn so Parallelüberschneidungen sind in Spielen zu Filmen oder wenn jetzt... Was kann ich jetzt hier machen? Da wechselst du... Perspektive, den Bildschirm, das ist wie, nee, die Perspektive, aber wie in einem Adventure halt, wenn du in einen anderen Raum gehen würdest. Ach so, okay, er telefoniert, ich stehe hier, dann gucken wir nochmal dahin. Ich sag ja Lara Crofts Schwester. Ach so, ich kann gucken. Ah ja, dann kann ich Tickets klauen. Finde ich in Filmen eigentlich auch immer so surreal. Da war wohl nichts. Jetzt aber. Kann ich dir wieder irgendwas beschmeißen? Weiß nicht. Gucken wir erstmal an. Okay, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Okay. Ich hab mal vielen Dank, liebes Spiel. Schuppenkontakt. Jetzt muss ich telefonieren oder was? Naja, ich glaube aber auch. Ich glaube auch. Jo, geh mal weg da. Ja, telefonierst du? Er legt auf. Typisches Adventure-Rätsel. Vielleicht nicht. Was meinen Sie? Hier ist die Nummer des Wachmanns. Beschäftigen Sie ihn am Telefon. Beschäftigen Sie. Also, ein bisschen übertrieben ist das schon. Ne? Aber es macht's ja auch wieder lustig. So bierernst, finde ich, sollte es auch nicht sein. Was soll ich ihm sagen? Halten Sie ihn am Reden. Hi, ja,
ich bin von der Buchhaltung. So, jetzt muss ich aber auch schnell wieder dahin machen. Ach so. Oh. Nein, nein, wie ich schon sagte, ich hatte die Frühschicht. Ich bin nur ein. Oh, hier, wie geht das denn Grundstimme? Wieso geht das jetzt hier nicht? Ja, jetzt auch. Ja, aber warten Sie, da ist noch eine. Hey! Ich dachte, Sie. Oh! Okay, das war gut, aber. Legt das Schiff eigentlich hier ab? Hey, hey, Sekunde. Stimmt, mal. Ja. Sie arbeiten für mich. Im Film hat es auch ein bisschen mehr Sturm, ne? Also die können dort nicht lang. Hallo! Hi! Wir haben Zutrittskarten. Ja, schön für Sie. Aber das ist eine Sturmevakuierung. Nur das unentbehrliche Personal bleibt auf der Insel. Sie müssen auf das Boot. Ja, die Expendable Personal. Ich habe ein paar grundlegende. Mit wem sind Sie hier? Ich gehöre zu Ihnen. Ich bin neu. Was ist mit ihr? Was lauert er denn für Grütze? Zum Wartungsteam. Er nervt mich jetzt schon richtig. Sagen Sie es ihm. Stoppt er wenigstens in den nächsten 10 Minuten? Kammerjägerin, Klempner, Mechaniker. Die Antwort auf diese Frage ist nein. Achso. Ich höre, Miss. Ich bin Mechanikerin. Ich repariere Dinge. In diesem Sturm? Was genau reparieren Sie? Doc, Zäune, Elektrik. Ja, Zäune klingt doch gut. Ich repariere Zäune. Zäune. Regen oder nicht. Sie müssen repariert werden. Und wozu ist die Machete? Genug davon, wenn ich das jetzt wähle, schlägt er ihm den Kopf ab, oder? Boah, keine Ahnung, also... Nicht echt, Werkzeug, ja. Lange her, dass ich das gespielt habe. Werkzeug. Schneiden, hacken, was sie wollen. Hey, abgeschlossen. Mit Gold? Dafür habe ich keine Zeit. Kannst mal sehen. Bürgen Sie für Anhängerglück. Was? Ich sagte, bürgen Sie für Sie. Ja, ja, okay. Verschwinden sagte Sie. Sagte er, würgen Sie sie? Nächstes Mal sollten Sie mich reden. Mag sie es, wenn Sie sie würgen? La Finca Morte? 5 Tode, sagt er. Immerhin lässt der Regen nach. Oh, Ingen hätte die Insel zu betonieren sollen. Genau, und einen Parkplatz draus machen. Ja. Ein Parkplatz mitten im Pazifik. Ist gut. Ingen hätte nie. Ist sehr gut. Und? Dann hätten wir vorher einfach nur eine Insel, die zu betonieren ist. Mit Parkbuchten. Und gleich am Hafen sind Frauenparkplätze und Kinderparkplätze 2. Richtige Tasten drücken. Und Knöllchentanten, okay. Die den ganzen Tag auf der Insel rumlaufen. Oh, achso, ich muss ja auf Timing achten, stimmt. Ey, es ist lange her, dass ich so ein Quicktime-Event-Spiel gespielt habe. Ich glaube, das letzte war Fahrenheit und das ist auch schon Fahrenheit ewig her. Ist aber von der, vom Gameplay her sehr ähnlich, muss ich sagen. Ja, wahrscheinlich ein bisschen... Also hä? Hier ist ein bisschen simpler. Hä? Wie früh oder spät muss ich denn drücken? Wenn der Kreis genau auf dem Kreis ist. Okay. Boah. Das wird richtig Arbeit hier. Und ich sage dir, das ist noch hier auch nicht. Na toll. Warum halten wir? Drängeln Sie nicht. Sie kennen sich aus mit diesem Werkzeug. Machete. Alter. Naja, Frauen und Messer. Schobi. An Schobi. Ach Mann! In so einem kleinen Ast bleibt sie dann hängen, ja. Ja, hinter ihr fehlen Bäume. Stell dir vor, seine Brille wäre eine Sonnenbrille und sein Haar wäre blond, dann wäre das doch Albert Wesker. Stimmt, ja. Jetzt ist nämlich wirklich interessant, man weiß gar nicht, in welchem Moment man im Film ist, also ob der Strom wirklich schon aus ist oder nicht. Das stimmt, ja. Ist es so wichtig, Leute fernzuhalten? Es geht eher um das, was drin bleiben soll. War Telltale eigentlich deutsche Firma? Nee. Die werden aber vertrieben von Dadelic. Die auch Deponia gemacht haben. Ein Zoo? Wofür? Weil hier auch irgendwie alles eingedeutscht ist, also hier auch die ganzen Schilder und so. Sie wissen schon, gefährlich ist. Finden Sie einfach einen Weg dadurch.
Was hat Ihr kleines Spielzeug zu berichten? Das ist ein tragbarer Detektor, Schätzchen. Und der sagt, dass ein wir nah bei dem Behälter sind. 10.000 Volt. Warum so viel? Sicherlich nur, um die Teenager fernzuhalten. Wow. Obwohl 10.000 Volt eigentlich total unerlässlich sind, wie schwer du dich verletzt. Hängt davon ab, wie lange du festhältst oder ähnlich. Das Problem ist, dass du nicht loslassen kannst, wenn du einmal dran hängst. Hey, das heißt sicher, dass der Strom aus ist, oder? Vielleicht. Aber ich glaube nicht zu erinnern, dass wenn du zum Beispiel an der Rolltreppe einen Schlag kriegst, dann ist das auch nicht wenig. Das sind auch ein paar Tausend. Kriegt man denn an der Rolltreppe einen Schlag? Nur wenn du ans Metall kommst. Ich noch nie. Trauen Sie sich? Achso. Drücken. Gott sei Dank. Ich dachte, Sie verarschen jetzt so ein bisschen. Ja, wäre eine gute Hommage gewesen. Ja, hätte jetzt leider nicht zur Situation gepasst. Der Dilophosaurus. Wir haben ja gelernt, dass der schon mal nicht drauf steht, Stöckchen zu holen. Was ist los? ¿Qué es esto? Kein Vaquero. Wie ein Vogel, aber viel zu groß. Ich sagte doch, es ist ein Zoo. Alle möglichen Tiere. Los, wir sind fast da. Haben Sie das gehört? Was war das? Ein Tier. Etwas, das ich noch nie gehört habe. Okay, dann wir sollten... Ein Tier. Was? Macht sie denn? Oh Gott. Ein Tukan. Wir nennen ihn Mokupa. Wie ich diesen Dschungel hasse. Dort. Hier lang. Ist lädt. Also tatsächlich, ich habe nicht geschwindelt, wenn du zum Beispiel dich an einer Elektrozündung von einem Feuerzeug, wenn du einen Schlag kriegst, ja? Das alleine sind schon mehrere tausend Volt. Okay. Es ist zu dunkel, ich brauche Licht. Was aber ausschlaggebend ist, ist die Stromstärke. Das sind dann wenige Milliampere. Und hier werden es wohl ein paar mehr sein. Also. Oh, guck mal, das Schild kennen wir doch, oder? Oh. Sie fest, oder was? Na, hast du gerade ein bisschen Gänsehaut? Da kletter ich nicht mit meinen 90 alles rauf. Hey, ich gehe außen rum, das geht schneller. Ich bin jetzt schon neugierig, aber mal gucken, was uns erwartet. Hallo, jemand da? Ich wüsste ja, dass man eigentlich lieber nicht reingucken sollte. Aber das Spiel lässt ja, glaube ich, keine andere Wahl. Gucken wir doch mal. Kannst du erstmal ein bisschen reingucken. Oh, Happa, Happa. Ach, jetzt hat er keinen Hunger mehr, oder was? Du bist ja noch ganz klein. Ich dachte, du wärst so ein großer Apparat. Gesagt, aber du bist ja ganz niedlicher. Nerdy? Kreatur. Ich lese immer Nerdy anstatt Nerdy. Halten Sie den Mund, Kreatur, Nerdy. Kreatur, Nerdy. Na, wir nehmen mal Nerdy. Sie ist tot. Was? Ich habe gesagt. Ja, widerlich. Etwas hat von ihm gefressen. Was ist das für ein verfluchter Zoo? Hören Sie, machen Sie sich keine Sorgen. Okay? Stell dir vor, der Park hätte Jurassic Zoo gehießen. Wir nehmen den Behälter, dann verschwinden wir. Wo ist er? Ich finde ihn nicht. Oder Dino Zoo oder so. Der Behälter. Der Rasierschaum, wo ist er hin? Nee. Ich glaube, das Buch hieß erst Dino Park. Na und? Weiß ich nicht, in der Nähe. Wir beide wissen ja, wo er ist, ne? Ja, aber.
Wir sagen mal in der Nähe, wir gehen einfach mal davon aus. Wie sie sagt. Aus. Wenn er nicht im Auto ist, könnte er überall im Umkreis von 300 Metern sein. Woher hat er jetzt die Zahl so genommen? Dodgson bringt mich um. Dodgson mich um? Sorgen Sie sich nicht wegen ihm, sondern wegen diesem Ding. Ich mache mir Sorgen, okay? Was soll ich denn tun? Sie wissen, dass wir nicht mit leeren Händen zurückkehren können. Sehen Sie da? Wo denn? Fußspuren. Er hat einen Spaziergang gemacht. Spaziergang? Seine Spur ist eine Fährte, der wir folgen können. So finden wir den Behälter. Richtig. Okay, das ergibt Sinn. Aber warten Sie, was ist, wenn eines dieser... Okay, Sie sehen da unten nach. Ich überprüfe nochmal das Auto, nur für den Fall. Ich dachte, wir kriegen ein bisschen mehr Leiche zu sehen. Ich weiß gar nicht, welche Altersfreigabe das Spiel ist. Ich würde fast tippen 6, so wie es bisher ausschaut. So, wir sind ja hier offensichtlich eine markante Fährtenleserin. Ich nicht auf. Such, Fifi, such! Die Spuren führen da lang. Na dann, oh, können wir denn mal lang gehen? Da waren wir, dann gehen wir nochmal da lang, wo er war. Latsch. Mhm. Schöner Glitch. Okay. Ich muss sagen, die Quicktime-Elemente ja. sind nicht eingebaut. Ich wollte gerade... Musst du dich sehr anstrengen. Ja, sie ist aufgeregt, da kann das schon mal ein bisschen schwieriger sein. Was macht er eigentlich die ganze Zeit? Guckt er sich jetzt die ganze Zeit die Leiche an und feiert sich oder was macht er? Die Spur führt hierher, aber es ist so verdammt dunkel. Dafür habe ich jetzt 10-mal auf W drücken müssen. Ein guter Anker. Er hätte freikommen können. Ich hasse immer so diese Untersuchen-Optionen, was dann immer für Sprüche bei rauskommt. Das ist bei Resident Evil früher auch ganz furchtbar gewesen. Ich glaube, er ist tot. Jason! Ach ja, guck mal da. Nee, Joseph hieß der. Joseph. Achso, ja, der. Am Anfang gefressen. Und die Hand so hochhebt, so angewidert. Hm. Joseph! Das war auch cool, dass das damals in echt gedreht wurde, ja. Das war richtig cool. Ich glaube, mehr gibt es hier nicht zu sehen, oder? Gehen wir mal zum E-Stock-Schild. Ein Tunnel. Fußboden. Keine menschlichen Spuren. Oder so. Ach, da ist die Straße. Sagte er. Ihr müsst uns übrigens verzeihen, wenn wir das öftere Mal hier irgendwelche Filmzitate vom Stapel lassen. Das lässt sich nicht vermeiden. Überhaupt nicht. Die haben sich im Laufe der Jahre so eingebrannt. Er wollte zu uns kommen. Tja, hat nicht geklappt. Was ich mich jetzt aber frage, die sind von der linken Seite auf diese Lichtung gekommen, ja? Was? Wenn sie vom E-Stock kommen. Ist das hier mein... Kann ich mit mir selber reden? Ich glaube, kann sein. Geheilcheck macht in dieser Situation am meisten Sinn. Was ich angefangen habe. Für das Geld. Für dich, mi amor. Oh, sie macht das also für einen Typen. Okay. Spuren. Er war ein schwerer Mann. Leicht zu finden. Na gut, okay. Wir gehen mal zurück zum Auto. Du kannst aber auch mit Miles reden. Ja, deswegen sage ich ja. Ach, Miles hieß er, das habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen. Das macht er. Oh Mann. Erfolg ab? Nein. Wenn uns ihre Spuren nirgendwo hinführen, kommen wir hier nie wieder raus. Das kann nicht gut für meine Nebenhöhlen sein. Guck mal, wir können das Licht. Mhm.
das kennen wir schon. Also eigentlich ist es, also wenn ich mich so im Film recht erinnere, ist es ja hier irgendwie runtergekullert und irgendwie genau. Hier im Schlamm stecken geblieben. Deswegen. Würde ich ja auch meinen. Genau. Was kann ich jetzt hier touchen? Moment, ist das? Nein, nein, ist das nicht. Also Nils. Wir sind ja im öffentlich-rechtlichen YouTube. Öffentlich-rechtlich, schön wär's. Wir sind privater als privat. Spuren. So, also hier, rein theoretisch. Müsste es liegen, können wir bloß nichts machen. Schade. Würde ich auch meinen. Komm, wir können das hier nochmal irgendwie. Wieso kann ich die ganze Zeit dieses blöde Seil untersuchen? Er rollte die Winde aus, um einen Anker zu finden. Als wenn sie von Sherlock Holmes abstammen würde. Wir haben seine Brille gefunden. Er kann sich zwar tausend neue kaufen, aber wir haben seine Brille. Meine Brille! Also ich glaube, das führt hier gerade irgendwie zu nichts. Hatte ich das hier schon? Das hatte ich schon. Kann man das wieder skippen? Malaunda, das Ding hat ihn verfolgt. Es muss eine andere Möglichkeit geben. Ich rede nochmal mit mir selbst. Spuren. Miles. Mr. Chadwick, Sie können mir mit den Seinwerfern helfen. Nein, hören Sie zu, ich bin beschäftigt. Was? Ich bin beschäftigt, er fummelt da irgendwo an ihm rum, ja. Als ob er irgendwelche kompromittierenden Fotos von ihm und sich verschwinden lassen möchte. Also das ist jetzt wirklich schon für mich so ein Moment, wo es mich ein bisschen abnervt, dass ich nicht weiß, wohin ich gehen soll, was ich hier zu tun habe, außer auf irgendwelche bescheuerten Lupen zu klicken, die mir eigentlich nur ein paar Fußspuren zeigen. Fußspuren. Keine menschlichen Spuren. Es ist verdammt dunkel. Und verdammt dunkel ist es auch noch. Scheiße. Scheiße. Echt mal. Geh nochmal Zürich. Zu ihm? Nee, hier, zur Nummer 2. Zur Nummer 2. Du meinst die Nummer 2? Es muss eine Möglichkeit geben, dass wir das sehen. Du meinst die Behälter? Die muss man irgendwo... Du hast es doch schon mal, glaube ich, irgendwie... Ja, ich kann mich aber gerade nicht erinnern, aber ich habe da nicht so lange gebraucht wie du. Aber gut, dass vielleicht ist, aber das Ding ist, vielleicht gehen wir auch einfach jetzt... Ja? Von der falschen Sache aus. Vielleicht ist es im Spiel genau andersrum und es ist auf der linken Seite anstatt auf der rechten. Aber hier sieht man leider auch nichts. Na, dann drehen wir doch den Scheinwerfer. Lass doch einfach mal den Scheinwerfer ein bisschen... denn dieser Herr Miles möchte uns offensichtlich nicht helfen. Ich bin froh, dass man jetzt nicht jedes Mal wieder diesen Quicktime-Event machen muss, wenn man hier hochgeht. Ja. Das wäre mega nervig. So. Zum Baum hatten wir schon, hier hinten hatten wir noch nicht. Was? Ich hab's nicht verstanden. Ja, dann suchen wir jetzt da ein bisschen. Genau. Die Pfote da. Die Pfote. Igitt. Ja, aber er fummelt trotzdem weiter dran rum. Das sieht Bart Simpson. Au, lass das! Au, lass das! Wie schön sie aber auch einfach die Gesichter weglassen. Fehlen da Lizenzen? Nee, die haben ja die Universal-Lizenz. Sonst hätten sie ja Zurück in der Zukunft nicht machen können. Das stimmt, aber warum haben sie es dann... Aber vielleicht haben sie den Schauspieler nicht bekommen, um das einzutracken. Oder wie man das eigentlich alle Fotos nehmen können. Das war's jetzt auch schon wieder. Ich kann jetzt hier wieder nichts machen. Kann da nicht weitergehen, oder? Nee. Können wir mal hier hingehen, aber ich denke nicht, dass wir hier mehr Erfolg haben. Hast du da schon gesucht, wenn der Scheinwerfer... Geleuchtet haben wir. Hier sagt sie ja explizit, dass es dunkel ist. Übel.
Ubel. Boom. Einfach ekelhaft. Aber er kann es auch nicht lassen. Solcher Schaulustiger. So, jetzt ist hier hell. Und wir haben schon wieder Fußspuren. Es ist hell. Das ist Fußspuren. Er wickelte das Seil um den Baum. Dann wurde etwas auf ihn aufmerksam. Etwas Hungriges. Das hat sie aus den Spuren jetzt gelesen? Was ist sie eigentlich? Ja. Ich finde aber geil, dass die Kameraeinstellungen fast genau dieselben sind wie im Film. Da war noch ein Fragezeichen. Wo? Links. Also so eine Lupe, wenn man runter. Runter. Dann ist nicht das, wo ich gerade drauf geklickt hatte. Nee, was anderes. Eier. Moskito. Verdammte Käfer! Was? Was ist Ihr Problem? Nichts. Gefunden? Der Behälter ist nicht hier. Oh, verdammt. Ich bin am Arsch. Finden wir den überhaupt? Ja, ja, sonst hätten wir ihn doch im Prolog nicht hier. Müssen etwas übersehen haben. Keine Chance. Ich habe das Ding auf den Kopf gestellt. Ich werde eine Woche nach totem fetten Kerl stinken. Schön, dann sehe ich halt nach. Gut, wie Sie wollen. Ich könnte etwas frische Luft brauchen. Oh, guck mal. Da ist aber noch halt schon viel an ihm dran. Hat nicht so großen Hunger gehabt, ne? Naja, vielleicht steht er nicht so auf Fett. Kein Behälter. Ja, bläh, jetzt hätte ich wieder. Wie nennt man einen wählerischen Velociraptor? Auflösung gibt's nachher. Oh, guck mal hier. Das ist einen Behälter von etwa der Größe, nicht wahr? Da unten hast du ihn nicht verloren. Das ist er nicht. Jetzt pass mal auf, was wir jetzt machen können tun. Es stieß sich den Kopf. Und stürzte. Geil, kann ich jetzt stürzen. Haben wir doch recht gehabt. Nein, ein wählerischer Velociraptor ist ein Schmelociraptor. Okay, verlassen wir das ganz schnell. Steckt zu tief im Matsch. Ohne Menthol? Oh, Baby, ich wusste, ich finde dich. Sie freuen sich aber sehr über die Seife. Das ist genauso ein Stück Seife, wie Sie eine Mechanikerin sind. 10 Jahre Forschung. Millionen investiert. Das nächste Weltwunder. Sie wollen Engine fertig machen? Dann hiermit. Die Kronjuwelen. Wenn die das hier verlieren, bleibt denen nichts. Das sind Dinosaurier-Embryos, Schätzchen. Wieso Ingen? Also Ingen haben wir nun wirklich genug Dinosaurier-Eier. Er hat ja auch immer nur einen. Aber jeweils ein Exemplar mitgenommen, ja. Und da hängen ja noch zig. Das hält sie frisch. Frische Dino-Eier. Man könnte jetzt meinen, das Spiel ist vorbei. nicht bewegen. Vielen Dank, dass Sie Jurassic Park das Spiel gespielt haben. Laufen Sie. Hinter ihnen, ich nehme mal nicht bewegen. Nicht bewegen. Das ist immer so schön filmtechnisch. Warum? Immer genau das Gegenteil machen von dem, was man machen will. Oh Mist. Boah, original die Filmsounds benutzt, oder? Ich wollte gerade sagen, die haben einfach nur aus dem Film das genommen. Auch diese Spuckgeräusche. Mhm. Original. Es ist weg. Oh ja. Siehst du das? Aber ihn macht der Rotz nicht so viel aus wie Nedry. Achso, er hat ja seine Brille verloren. Das ist ja auch eine ätzende Flüssigkeit, wie im Film gesagt wurde. Sie kennen den Plan. Meine Jungs schicken ein Boot. Wir geben ihnen den Behälter, werden bezahlt und gehen nach Hause. Wir können nicht zum Treffpunkt gehen. Nicht mit all diesen Monstros in der Gegend.
Monstros. Genau. Wir nehmen das Auto. Bringen Sie das Auto her. Ich bleibe hier und gebe Ihnen Deckung. Wie es wohl ausgegangen wäre, wenn Dennis Nedry eine Waffe gehabt hätte. Wer hat jetzt Angst, hä? Ich glaube, da wäre auch zu dämlich für eine Waffe. Er hätte die auch noch verloren. Hätte sich aus Versehen in den Fuß geschossen beim Weglaufen. Jetzt der Baum umfällt. Nein. Ich würde ja den Fettsack rausschmeißen. Das war jetzt einfacher als das Hochgucken. Oh Gott, ist er dumm oder? Es sah aus, als wäre er jetzt über ihn drüber gefahren.